Die Norddeutsche Philharmonie Rostock lädt zum nächsten philharmonischen Konzert ein. Der Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Dr. Distel GmbH, das Unternehmen aus Ihrer Region. Wir engagieren uns für Kultur. Mein Name ist Enrico Calesso, ich bin Dirigent und hier in Rostock für das 8. Philharmonische Konzert der Norddeutschen Philharmonie. Ich bin Musikdirektor in Trieste und Generalmusikdirektor in Würzburg und freue mich sehr, nach 12 Jahren, letztes Mal war ich hier 2012, ein Konzert mit der hiesigen Orchester zu machen. Ein amerikanisches Programm, ein wunderbares Stück von John Adams am Anfang, The Chairman Dances, aus seiner Oper Nixon in China. Barber-Violinkonzert mit Sophia Jaffe, die das Publikum noch sehr gut in Erinnerung hat. Und danach eine der Klassiker der romantischen Literatur, das amerikabezogene Stück 9. Sinfonie aus der Neuen Welt von Antonin Dvořák. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Dr. Distel GmbH, das Unternehmen aus Ihrer Region. Wir engagieren uns für Kultur.